Hi, wie geht's? Wie steht's? Ich bin 8 Oxygen. Vielleicht bin ich dir auch als Jenny from the Block bekannt. Egal auf welche Art und Weise ich dir bekannt sein sollte, heute sprechen wir mal über meine Zähne und mein Hollywood-Smile. Ich bekomme fast jeden zweiten Tag eine Nachricht zu meinem Lächeln, ob ich Veneers habe. Für diejenigen, die mich etwas länger kennen, ihr wisst, dass ich schon immer ein sehr breites Lächeln hatte, aber auch ein sehr weißes, gerades Lächeln. Und ich hatte damals schon in meinen DMs und in den Kommentaren gelesen, wow, du bist 80% Zähne, weißt du? Weil wenn ich lächle, dann lächle ich groß. Das hier hat auf jeden Fall mein Leben gerettet. Also die Person, die mir dabei geholfen hat, mein Lächeln so wieder zurückzugewinnen, über die werden wir gleich sprechen. Die kommt nämlich aus Hamburg. Das ist eine ganz, ganz, ganz liebe Kiefernorthopädin / Zahnärztin und die hat mein Leben verändert. Das ist eine sehr interessante Story, weil ich werde auch so ein bisschen was aus meiner Gefühlswelt spoilern und wie gesagt, dieses Hollywood-Lächeln hat diese gute Dame wieder zurück in mein Leben gebracht. So, was ich jetzt mache, bevor ich weiterspreche, zeige ich euch mal meine Zähne. Das sind meine Zähne. Aktuell. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als ich angefangen hatte mit dieser Technik, mit dieser Schiene. Es gibt Hersteller, die nennen sich Invisalign, aber da gibt es noch etliche andere Hersteller, die diesen Service oder beziehungsweise die diese Art von Schienen herstellen. Ich muss sagen, dass meine Ärztin, ich habe mir wirklich große Sorgen gemacht. Ich wollte keine Veneers haben, ich wollte nicht, dass meine Zähne abgeschliffen werden, weil ich wusste, dass die Basis meiner Zähne in Ordnung ist. Ich habe grundsätzlich schöne Zähne, weiße Zähne, von meiner Mutter geerbte Zähne, aber in einer Zeit, wo es mir nicht so gut ging, wo ich durch sehr viel Stress ging, habe ich sehr stark mit den Zähnen geknirscht und geklappert. Und ich hatte eine Beißschiene, aber habe die dann immer ausgespuckt und kam immer wieder dazu zu klappern. Und irgendwann hat sich mein Gebiss verschoben. Meine Zähne fingen an, so ein bisschen in eine andere Richtung zu gehen. Das heißt, die Basis war gerade. Ich hatte sehr gerade Zähne. Aber zum Beispiel die beiden unteren Zähne haben sich so nach außen bewegt. Und ein Zahn, nämlich dieser hier, vielleicht sieht man das auch noch ein bisschen, das ist noch ein bisschen da, hat sich auch bewegt. Und ich kann mich daran erinnern, dass meine Mutter zu mir meinte, dass die Gefahr besteht, dass der Zahn sich komplett twistet, dass er sich komplett dreht. Naja, mit dieser großen Sorge um mein Lächeln, weil mein Lächeln ist mir sehr wichtig und ich weiß auch, dass mein Lächeln mein Kapital bedeutet, bin ich dann zu einem sehr netten Zahnarzt gegangen, der mir Frau Dr. Bull empfohlen hat. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch zwischen Hamburg und Berlin gelebt und da habe ich gesagt, erstmal habe ich in Berlin geguckt, da hatte ich niemand gefunden, aber da bot sich dann Frau Dr. Bull an und ich muss es kurz mal erzählen. Direkt nachdem ich in diese Praxis reinkam, fühlte ich mich wohl aufgehoben. Ich fühlte mich zu Hause. Erstmal fühle ich mich grundsätzlich immer zu Hause, wenn ich in Hamburg bin, aber ich fühlte mich so richtig wohl aufgehoben. Das war nicht aufgesetzt. Da war jemand da, der mir zugehört hat, der nett war, mit einem schönen Lächeln mir begegnet ist. Kennst du das? Du gehst zu deinem Zahnarzt oder zu einem Beauty-Spa und da kommt dir jemand mit so einem richtig breiten, netten, herzlichen Lächeln entgegen. Das macht schon den Unterschied. Man guckt sich dieses Lächeln an und Frau Dr. Bull ist einfach so ein Sonnenschein. Ich liebe diese Frau, wirklich, ich liebe diese Frau, weil mir ging es nicht gut in der Zeit. Ich habe wirklich viele blöde Sachen erlebt und ich brauchte niemanden in meinem Leben, der mich nicht versteht. Und sie hat sich meine Zähne angeguckt und sie wollte einfach nur helfen. Sie wollte mir helfen, sie wollte mir etwas Gutes tun und sie war einfach so mütterlich, schwesterartig und ich habe mich richtig gefreut, bei Frau Dr. Bull zu sein. Den Namen fand ich auch ziemlich nice, muss ich sagen. Bull, Frau Dr. Bull, irgendwie, weißt du, Red Bull, Frau Dr. Bull. Ich fand das irgendwie nice, es hat mir irgendwie Energie gegeben und naja, auf jeden Fall fingen wir dann an mit den Schienen und von Woche zu Woche, also alle zwei Wochen war ich dann bei Frau Dr. Bull zu Beginn, um meine neuen Schienen abzuholen. Später habe ich da mehrere Schienen
mit nach Hause bekommen, damit ich die dann immer wechseln konnte, weil ich auch viel gereist bin. Und meine Zähne wurden immer schöner und immer schöner. Und ich muss sagen, mein Lächeln ist jetzt wirklich perfekt. Also vorher war es auch perfekt, dachte ich. Aber jetzt ist es halt noch